Ja, bis jetzt geht es mir gut. Der Morgen war sicher feiner als beim Philipp, weil ich habe doch ein bisschen länger schlafen dürfen. Und ich freue mich, dass ich jetzt da bin und dass es losgehen kann. Ja. Ja, prinzipiell mag ich eigentlich meine Haare voll gern. Ich habe eher so die Angst, dass sie irgendwann einmal nicht mehr da sein. Das ist so eher das Problem, vor allem auch die Geheimratsecken, dass halt einfach der Haaransatz einfach schon weiter nach hinten wandert. Auch wenn man es jetzt vielleicht nicht so sieht, weil ich es auch immer relativ gut kaschiere. Oder meistens einen Helm oder eine Kappe aufhab. Aber prinzipiell habe ich eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis mit meinen Haaren gehabt. Ich habe mich immer gern gestylt oder mir die Haare selber geschnitten. Und dass das in Zukunft halt auch weiterhin so bleibt. Deswegen, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich da bin. Nein, dem eigentlich nicht. Ich glaube, in der Familie ist keiner so eitel wie ich. Ich glaube, denen ist es allen mehr wurscht. Ich stehe dazu, dass es so ist. Und, ja. Aber ich glaube, sie haben sich noch nie mit dem Thema beschäftigt. Und sie wundert sich das wahrscheinlich eher, dass ich das überhaupt mache. So. Die Saison war wirklich extrem lang und intensiv, aber auch sehr cool. Und ja, bis jetzt ist, wie gesagt, glaube ich, von Mitte November weg bis jetzt Schlag auf Schlag gegangen. Also viele Tage war ich nicht daheim. Es ist echt sehr viel passiert und jetzt freue ich mich dann auch drauf, dass ich mal wirklich auch einen Monat oder knapp einen Monat auch entspannen kann daheim. Aber jetzt freue ich mich mal auf heute, dass das gut klappt. Es sind auch solche Termine viel schöner, wenn man die mit Freunden zusammen machen kann und nicht allein machen muss. Also ja. Schlussendlich haben wir uns, glaube ich, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren gegenseitig so ein bisschen in die Richtung getrieben, weil wir halt auch schon über das Thema geredet haben. Er hat dann den ersten Schritt gemacht und ja, bin sehr, sehr froh, dass er das getan hat und dass ich mich da jetzt auch anhängen habe dürfen. Weil, wie gesagt, zu zweit ist sowas immer einfach auch leichter und es macht einfach auch mehr Spaß. Ja, Manuel, herzlich willkommen in der Klinik. Danke. Schön, dass du da bist. Danke, freut mich sehr. Sehr gut. Heute geht's los. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen schon gesehen und die Behandlung durchbesprochen. Heute gehen wir hier noch einmal kurz die Details durch. Wir zeichnen die Stirnergrenze an, dann gehen wir hinüber in den Behandlungsraum und machen noch die letzten Vorbereitungen und dann geht's los. Du hast uns damals erzählt, dass bei dir die Geheimratsecken störend sind und dass du die Stirnergrenze ein bisschen tiefer haben möchtest. Das machen wir heute mit der Einzelentnahmetechnik. Darum zeichnen wir uns hier noch einmal die Stirnergrenze an, damit wir da eine gute Lösung bzw. gute Linie kommen für dich. Ja, okay. Perfekt. Super. Gut, dann starten wir mal. Ja, ausgeschlafen, muss ich echt sagen. Also jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden es waren jetzt, der erste Behandlungsabschnitt. Aber es ist relativ schnell vergangen. Ich glaube, die letzte halbe Stunde war ich wach. Mhm. Und ja, war. Ja, ich glaube, ich habe mir aber auch in den letzten Wochen und Monaten doch vielleicht ein bisschen wenig Schlaf gekriegt und relativ viel Energie liegen lassen. Und jetzt habe ich mich doch einmal wirklich entspannen können. Also es war jetzt eigentlich sehr, sehr easy. Sowas würde ich mir eigentlich fürs Tätowieren auch wünschen. Dass man dann einfach nur mehr da liegt und schlafen kann. Ja, die Peaks am Anfang natürlich schon, wo die Betäubung da war. Bisschen ähnlich kurz wie beim Zahnarzt, wenn man das macht, aber dafür ist dann die Behandlung wirklich fein. Ich habe, ich schätze mal, so 75-80% der Behandlung verschlafen. Anscheinend brauche ich aber auch im Moment den Schlaf, nach dem, was in den letzten 4-5 Monaten passiert ist. Glaube ich, kann ich jede freie Minute nutzen und ich habe da jetzt relativ viele freie Minuten sehr gut in Bauchlage nutzen können und mich entspannt. Und ja, jetzt ist einmal der erste Teil erledigt und jetzt freue ich mich auf den zweiten Teil.
eher mal die Kopfhörer reintun, ein bisschen Musik hören. Und ja, freue mich schon, wenn der zweite Part jetzt ansteht. Und ja, auf jeden Fall, wenn es wieder so fein wird, wovon ich ausgehe, dann war das ein sehr easy Tag auf jeden Fall.